Ciao Belli, es geht weiter mit den italienischen Wochen auf Medium Imperium. Heute geht's nach Venedig. So, ich hoffe, es bleiben uns ein paar Lecks hier erspart, wie beim letzten Mal. Das wird schön. Und ansonsten, ich schnippel sonst wieder, ne? Alles gut. So, läuft hier so eine Mafia-Mucke jetzt, oder was? Stark. Ja, wir sind hier irgendwie angekommen, auch mit dem Bus, dann wahrscheinlich hier rechts raus so. Und dann auf so ein Boot und dann hier den das Flüsschen entlang. Da Al Ponte Rialto hier unter uns. Das war schon nice. So, das war richtig, richtig cool. Ja, auch hier jetzt wieder 5000 Leute unterwegs, weil das Update gerade rausgekommen ist. Ne, das ist die Ponte Rialto, oder? Ich bin unsicher. Doch, das war sie doch. Die davor war es nicht. Nein, lass mal nicht stallen hier. Nee, im Rundflug, nicht in Venedig. Ja, auch hier wieder die Assassin's Creed-Fans kommen hier natürlich auch wieder voll auf ihre Kosten und sind immer wieder bessere Stadtführer als ich sicherlich. Beziehungsweise, ich habe es ja auch gespielt. Ja, und da kommt man da vorne irgendwie raus, ne? Im Boot. Und dann geht's ab auf die Piazza di San Marco. Dogenpalast. Und so weiter. Ach, die Lecks nerven mich hier hart. Aber alright. Ja, tatsächlich habe ich mal gelesen, ich bin nicht sicher, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wo ich den Turm sehe auf dem Markusplatz. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der Kieler Rathausturm angelehnt sein soll an diesen Turm hier. Ich habe sicherlich auch ein paar Kieler, die zuschauen hier, weil hier selber aus Kiel kommen, ob das stimmt. Ob ihr das bestätigen könnt oder nicht. Ja, das ist schon imposant, wenn man da davor steht. Das ist schon kein Quatsch. Das ist richtig, richtig nice. Ja, wie gesagt, war insgesamt eine nice Klassenfahrt. Wurden dann irgendwann von alleine gelassen. Und was haben wir gemacht? Was macht man in Venedig, wenn man in Venedig ist? Das erste und vielleicht auch letzte Mal in seinem Leben. Was macht man dann? Na? 3, 2, 1, ja, zu McDonald's gehen. Oh, Leute, Leute, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, wo man einfach essen konnte, ohne nachzudenken. Weißt du, wo McDonald's noch gesund war und nicht so das Höllenzeug von heute. Ja, ja, das war schon stark. Ja, und 5 Milliarden Tauben natürlich hier auf dem Markusplatz, ne? Ja, das war echt nice. Das war eine nice Tour. Weiß gar nicht, war eine Woche irgendwie in Italien, wie gesagt, in Cesenatico. Und da aus ein paar Touren unternommen. Unter anderem Venedig. Ja, muss man mal gewesen sein irgendwie. Weil das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Einfach wie nix, was du in Deutschland hast, so. Einfach eine, ja, natürlich. Ja, ihr sagt jetzt, Hamburg ist doch genau das gleiche und hat sogar mehr Brücken, Alter. Ja. Aber denn die Architektur auch noch so, ne? Irgendwie. Das ist schon ganz geil. Hab's ja schon angeteasert. In den letzten Videos. Es wäre fast nicht so weit gekommen, dass ich Venedig hätte sehen können mit ein paar Kollegen noch zusammen. Wir haben tatsächlich Bier getrunken. Und nicht nur Bier, wir haben auch Schnaps getrunken. Auf der Klassenfahrt. Und unsere Klassenlehrerin hat das spitz gekriegt. Und dann war fast im Zug nach Hause gesessen, ey. Das war noch die Zeit hier von diesen, wie heißen die noch? Diese Alkopops, weißt du? Da die Bacardi Breeza und da irgendwie all so ein Süßscheiß mit Wodka gemixt und so. Was im Prinzip auch als Vierjähriger total abfeiern würdest, so, ne?
weil süß, sprudelig und so. Und dann haust du ja 28 Dinger davon rein und auf einmal bist du Knülle. Und genau das hatten wir. So, ey, geil, Bacardi Breeza, yeah! Lass trinken, yeah! Und merkst du natürlich nichts, so, ne? Und dann irgendwann kriegst du eine Schaufel über den Kopf. Ja, wir haben, also, ich will nicht sagen, wir haben rumrandaliert, so ein bisschen, ne? So ums Hotel herum. Aber wir haben halt so ein bisschen rumrandaliert, ums Hotel rum. Und dann hat das unsere Klassenlehrerin mitbekommen. Und die hat uns zur Männer gemacht, ne? Die war sowieso so ein bisschen strenger. Und dann hat sie gesagt, ich setze mich jetzt hier mit Herrn Dingsi-Bumsi, mit dem anderen Lehrer, damit war jetzt zusammen und dann überlegen wir mal, aber es wird darauf hinauslaufen, dass ihr nach Hause fahrt, ja alle. Keine Ahnung, irgendwie drei, vier Kollegen von mir und ich. Alter. Wir waren natürlich auch alle Zimmergenossen. Dann lagen wir im Zimmer bei uns. Im Bett. Alles einfach reingelegt, einfach nur. Du kennst das ja, ne? Bist alleine zu Hause, so, hast ein bisschen Angst. Was machst du zum Schutz? Ziehst du die Decke drüber. So, und dann können die ganzen Dämonen und Geister und so, die unter dem Bett wohnen und im Schrank können die da nichts anhaben. Ne? Ist einfach, wir lagen da einfach, haben uns einfach die Decke bis zur Nase gezogen, jeweils, weil wir so Angst hatten. Keiner hat was gesagt, für eine Stunde oder so. Wir lagen da echt, haben einfach Anschiss bekommen, ins Zimmer, alle ins Bett, wie wir waren. Ciao. Und keiner hat was gesagt. Also so eine Stille habe ich selten erlebt. Im Raum mit fünf pubertierenden Jungs. Das war krass. Und dann hat unsere Lehrerin uns schmoren lassen, ja, die ganze Nacht. Irgendwann haben wir dann uns auch getraut zu reden, so. Weil wir dachten natürlich, okay, die hängt jetzt hier mit dem Ohr an der Tür. Wenn ihr uns reden hört, dann reißt sie uns die Wirbelsäule raus. Und die hat uns schmoren lassen die ganze Nacht, ne? Nächsten Morgen beim Frühstück. Wir kommen runter, haben abgemacht. Dass wir um Gnade ersuchen wollten. Und dann haben wir irgendwie einen vorgeschickt. Ich weiß nicht mehr, wer vorgegangen ist. Also alle hintereinander natürlich, aber einer musste natürlich das Reden übernehmen. Und dann saß sie so am Frühstückstisch mit dem anderen Lehrer und so, hat dann da hier an ihrem Brot geknabbert und so. Alles gut. War auch gar nicht. Sah auch nicht so aus irgendwie, würde sie uns gerade alles rausreißen wollen. Und sie war angekommen und haben gesagt, ja, hier Frau und so, das fing gestern Abend und so, ne, das war, ja, und so, ne, und saß sie da so und sagte, ja, ist alles gut. Ist hier Klassenfahrt, 10. Klasse und so und, ne, ihr könnt ruhig auch ein Bier trinken, aber macht halt nicht so viel. Und macht nicht so doll, so. Okay? Und wir haben uns alle nur angeguckt und haben so gedacht, okay, da sind wir dem Tod gerade noch mal so von der Schippe gesprungen. Natürlich nicht nur dass sie den Tod über uns bringen, ne? Aber so als Stellvertreterin quasi, wenn du zu Hause geschickt hättest, was hätten unsere Eltern mit uns gemacht, Alter? Meine Eltern hätten mir die Gräten einzeln rausgerissen. Alter Schwede, da keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie viel das gekostet hat, so eine Klassenfahrt, ne? Irgendwie vor 20 Jahren. Aber wenn ich da gesagt hätte, ich muss morgen, kann mich morgen abholen? Ich komme im Zug? Die hätten mich enterbt, Alter. Ja. Ja, es war ein guter Bluff natürlich von uns. Wir waren den Rest des Abends ruhig, hatten Todesangst und haben natürlich so Quatsch auch nicht mehr gemacht.
Natürlich, also denn mit dem, mit der Erlaubnis, ja, man kann ja auch ein Bier trinken. Sie weiß, Klassenfahrt, es gibt viele Verlockungen als junge Menschen und so, ne? Und es war ja auch völlig klar, dass man dem ab und zu mal nachgibt, so, ne? Das fand ich stark, aber was ich nicht stark fand, war, dass die hat uns echt einfach köcheln lassen, ne? Die ganze Nacht. Hätte auch abends kommen können, ey Jungs, so und so, ne? Aber ich glaube, sie hat auch genau das erreicht, was sie wollte. Ja, am Ende des Tages, so 20 Jahre später, oder mir ist auch schon, also mir ist die Erleuchtung jetzt auch nicht jetzt erst gekommen, das ist schon ein paar Jahre länger her. Die wollte auch einfach nur, dass wir anständige Menschen sind. So, ne? Ich meine, man ist im Urlaub, man ist Gast, verstehe ich mittlerweile auch völlig. Ne? Als 16-Jähriger natürlich nicht. Man ist Gast in einem fremden Land, in einem Haus von jemand anderem, also im Hotel, gehört ja irgendwem und so, ne? Man ist da zu Gast. Und da kann man sich auch mal ein kleines bisschen ordentlich benehmen und muss da nicht rumrandalieren, ne? Ist doch. Das sind wir vor ein paar Jahren schon gekommen. So, ne? Die wollte einfach nur, dass wir anständige, vorzeigbare Menschen sind. So. Wo man nachher sagt, ja. Mit denen kann man sich nicht nur in der Pommesbude blicken lassen. So, war auch gut. Wir sind auch ins Theater gegangen und so. Auch eine Oper geguckt. Da war ich, das weiß ich noch, da hatte ich irgendwie Fieber. Da habe ich mich aber aus irgendeinem Grund noch hingeschleppt. Ich weiß auch nicht. Und saß ich da, wäre da fast in Ohnmacht gefallen. Also Theater, super gerne, das bin ich super gerne gegangen. Das haben wir richtig oft gemacht. Aber dann waren wir in so einer Oper. War das sogar der Schimmelreiter? War das der Schimmelreiter, den wir als Oper geguckt haben? Das war ein bisschen krass. Aber sonst im Theater sind wir auch oft gegangen. Das war halt cool. Dann sollten wir uns ein kleines bisschen ordentlich anziehen und so. Denn nicht irgendwie so in unseren Basketball-Shirts und so. Und in unseren Baggy Pants und so. Und das war schon gut. Das war schon cool. Das hatte ein bisschen Sinn und Verstand und so. Dass man einfach auch, keine Ahnung. Dass man einfach auch so ein bisschen zum Menschen wird, so, weißt du? Dass man sagt so, ja, das ist ein fertiger Mensch. So, den kann man auf die Gesellschaft loslassen. Und das ging dann auch auf den Abschluss zu. Den kann man vor allen Dingen auf die Berufswelt loslassen, wenn die jetzt nicht noch das Abitur nachholen wollen oder Fachhochschulreife und so weiter. Dass man sagen kann, so, ja, okay, die haben einen guten Job gemacht, so. Auf der Schule, ne? Die haben die ein bisschen fertig gemacht, so, fürs Leben. Jetzt bin ich aber auch ganz schön viel rumpalabert hier. Meine Fresse. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Venedig. Die Stadt der. Weiß ich gar nicht. Der Tauben. Der Tauben auf dem Markusplatz. So, das ist doch ein schönes Schlusswort. Lasst immer gerne ein Like da, Kommentar sowieso. Und das Wichtigste, ne? Abo. Plus Glocke, verpasst ihr nichts mehr. Eine Landing Challenge haben wir noch. Strong Winds. Ich hab keinen Bock. Aber ich muss. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf Medium Imperium. Im Italien-Update. Das letzte Video aus dem Italien-Update. Sehr wahrscheinlich. Oh, das Arsenal von Venedig. Alle Ziff-Spieler werden sich jetzt die Lippen lecken. Gibt nämlich immer zwei Marineeinheiten. Werden fertiggestellt. Wenn man das gebaut hat als Weltwunder. Naja, egal. Tschüss. Ciao.